Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Alter, ich bin so schlecht, ne? Ich hab's ganz vergessen, die Armbrust mir nochmal anzuschauen, die wir jetzt da neu gefunden haben. Also was haben wir da? Die Soldatenarmbrust, die schwere Armbrust haben wir. Hier Arbalest, so heißt das Ding. Okay, wir brauchen mehr Stärke und Geschicklichkeit. Was soll das mit dem Ding da? Diese gewaltige Armbrust aus verschiedenen Materialien ist eine der größten Bolzenschusswaffen überhaupt. Der Bogen ist elastischer als Metallvarianten und die Bolzen können sogar Stahlhelme durchbohren. Und dann ist noch Tritt drauf. Okay, ist das eine große Armbrust oder was? Nö. Keine Ahnung. Ist die dann einfach stärker, wenn sie, ja vielleicht wenn sie skaliert, wenn sie richtig skaliert ist oder was? Nehme ich mal an, oder? Ja, und da haben wir hier noch die Armbrust. Die ist... bisschen schlechter, hat aber mehr Reichweite. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Müssen wir da mal testen. Die muss ich mal aufwerten. Haut mich jetzt nicht so ganz vom Hocker. Alles klar. Habe ich mir jetzt mehr erwartet. Jo, ansonsten gehen wir hier wieder zum Wallturm und versuchen dann jetzt mal über die Steinpalisaden da an den Türmen da irgendwie weiterzukommen. Ich versuche es jetzt mal noch einmal und wenn es diese Folge nicht, wenn ich es nicht schaffe, jetzt noch irgendwie ein krasses Geheimnis zu finden, dann breche ich hier ab und mache das dann sonst wann wieder. Werd off-Kamera mal hier wieder durchstreifen irgendwann und dann mal gucken, was abgeht so auf die Tour. So, kein Loot, denke ich mal. Nee. Okay, also weiter geht's. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da noch was finde. Und dann wäre halt Schloss Morn oder in der im Süden noch vielleicht der ein oder andere Dungeon, den ich versuche noch auf Kamera zu finden oder sowas. Das wäre dann alles noch eine mögliche Variante. Mach keinen Quatsch. Genau, spring hier rüber und stirb nicht bestenfalls. So, jetzt sind wir hier auf dem Türmchen. Gut, wir haben Aggro gezogen ohne Ende. Bringt mir das was hier auf dem Türmchen? Was ist mit hier... Stimmt, wie kam ich denn da rüber? Ach so, da über die Mauer. Okay, da bin ich noch gar nicht hingegangen. Oh, ich bin tot. Jo. Oh, ich hatte Glück. Alles klar, ich bin doch nicht tot. Aber bringt mir jetzt trotzdem... Ach, ich bin im Kampf. Okay. Ich stürze mal gerade hier runter. Krieg sogar noch XP, weil die mir nachfallen. Sehr nett von denen. Okay, wir gehen wieder dorthin. Also, ich muss auf die Mauer und dann rechts entlang auf der Mauer weiterlaufen. Ich glaube, das habe ich damals gemacht, oder? Also muss ich doch dort oben die Gegner besiegen, sage ich mal. Macht's ein bisschen angenehmer, bevor die mich dort runterstoßen und ich andere Probleme habe. So, also wirst du zuerst mal gebackstabbt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Genau. Sehr schön. Ja, aber ich denke, nicht mehr lange und wir kriegen wieder einen größeren Spielfortschritt, denke ich mal. Ein etwas besseres Schild, das ein bisschen bessere Abwehrhaltung hat. Dann schaffen wir auch den ein oder anderen Gegner mehr. Dann kann ich auch im PvE mehr ausrichten. Also PvE-Koop. Oder auch hier, wenn ich solche Dinge wieder abgehe. Oder auch diesen einen Ritter da, den wir noch machen müssen. Diesen großen Schwarztiegel-Ritter oder wie er heißt. Den müssen wir ja auch noch machen. Er hat doch eine Trompete. Das letzte Mal hat er keine Trompete. Was ist denn mit dir? Muss dich schon entscheiden, Junge. Autsch. Nee, entscheid dich doch nicht. Bleib mal locker. Hallo. Uncool, uncool. Ich komm nicht weg. Oh, ich hab keine Heilung. Nein. Oh, Alter, hatte ich Glück. Ich hab doch kein Glück. Doch, ich hatte Glück. Alter. Was ist denn jetzt los? Stirb. Ich habe alles unter Kontrolle. So, ein bisschen. So, ich heil mich mal, genau. So. Und ich falle jetzt irgendwo runter. Ach, ich liebe das Spiel für seinen Komfort. Es ist wirklich traumhaft. So, jetzt gehen wir hier entlang. Ah, die Laterne ist an. Stimmt, die hatte ich aus Versehen angemacht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Gibt es noch... solche durchschlagbaren Wände. Sind die noch durchschlagbar? Wie auch immer. Amen. Oh. Nee, da komme ich nicht hin, ne? Hier dagegen schlagen bringt auch nichts. Hier kommen wir in den mittleren Turm. Und mehr ist da eigentlich auch nicht mehr, oder? Oder? Was ist hier unten?
Da komme ich aber so generell auch hin, denke ich mal. Ich weiß. Oh, und da unten der Durchgang da. Kennen wir den schon? Der scheint mir neu zu sein, eventuell. Also hier haben wir das in der Mitte. Da falle ich runter und komme doch an die Stelle, wo wir schon mal waren, oder? Genau. War ich hier schon mal? Ja, doch. Habe ich mich schon mal umgesehen. Sieht alles danach aus. Komme ich hier wieder hoch? Das interessiert mich jetzt. Der Durchgang da unten. Schauen wir uns den mal an. Ob ich den schon kenne. Da steht auch so ein Soldat noch rum. Das scheint mir jetzt mit der einzige Weg noch zu sein, den ich gehen kann, oder? Würde ich jetzt... Also nicht mehr viele andere Wege, sagen wir es mal so. So, dann gehen wir mal hier hin. Ich versuche mal auf die Mauer da zu droppen. Ach so, und jetzt bin ich wieder an der Stelle. Das kennen wir schon. Ja, genau, das kenne ich doch schon. Okay. Vielleicht habe ich ja hier was übersehen. Was ist mit dem Ding da, das da rumhängt? Wenn das da drauf stürzt, macht das irgendwas? Keine Ahnung. In der Mitte wäre jetzt der dicke Ritter wieder. Können wir uns natürlich ansehen. Was ist hier noch? Vielleicht habe ich hier was übersehen. Das ist so krass. Wie gesagt, wenn ich nichts finde, dann werde ich es off-Kamera ein bisschen suchen. Das sieht nach Tod aus. War ich hier schon mal? Ah ja, genau, hier kann man dann irgendwie rein oder sowas. Genau, sich dem dicken Ritter darstellen und hier passiert nichts. Könnte ich aber auch runtertroppen zu... Zu was eigentlich? Was ist das da hinten? Ah, da war ich auch schon, oder? Was ist das da hinten? Ich kann das gerade gar nicht zuordnen. Ah, und hier geht's auch noch hoch. Moment. Ah, da komme ich wieder aufs Dach. Und da ist dann der Adler oder was? Nee. Oh mein Gott. Ich habe mich irgendwie verrannt. Aber hier war ich schon mal. Relativ safe. Die Ketten da, das kann doch, das muss doch abschlagbar sein, oder? Das sieht so offensichtlich danach aus. Moment mal. So, und jetzt, wie ging das nochmal? So, und den da? Nee. Nee. Hier draufballern? Auch nicht. Oder? Nee. Komm, das sieht so offensichtlich aus, oder? Und da unten waren wir ja auch schon. Ja, da konnte ich ja dann wieder in das Zimmer dort zurück. Und hier hinten dran, weiß ich nicht. Irgendwie merkwürdig. Irgendwas stimmt hier nicht. Und was ist das da unten, dieses Haupttor da? Ich kenne... Ach, führt das... Nee. Ich weiß es nicht. Ist das der Zwischenraum zum... Ach... Ja, doch. Da komme ich raus. Das ist dieses andere Feuer da genau, wo es hinten zu den Riesen, zu dem anderen Turm geht, ne? Stimmt das ungefähr? Genau. Jo, alles klar. Jo, dann war das das. Schade, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Da sinnlos in meinen Tod springen, weiß ich nicht. Dem Ritter in der Mitte nochmal stellen und vielleicht in der Mitte nochmal genauer schauen. Oder halt von oben dann doch wieder... Eventuell versuchen, ein bisschen anderen Weg zu gehen. All das ist möglich. Ich stelle mich jetzt mal dem Ritter da. Lass was Schönes droppen. Du hast mir schon mal deinen Helm gegeben. Bitte sei lieb und bitte sei nett. Oh, der ist gar nicht nett. Der ist gar nicht nett. Alter, ich wollte dich anvisieren, Mann. Aber er wollte es nicht. Ja, Block. Läuft. So, stirb und lass Loot fallen, bitte. Natürlich nicht. So, der Ritter, der hat ja... Der hat ja das, die Schatztruhe da oben bewacht. Dann gibt's dieses Feuer hier.
Ja, merkwürdig. Ihr merkt, ich bin genervt. Ich hätte gern was anderes gefunden hier. Genau, da gab es noch den Weg hier. So, holen wir uns die Heilung ab. Ah, da unten kommt jemand angebrettert, dem das gar nicht so gefällt, was wir hier abziehen. Machen wir dann mal. Eventuell der Ofen hier rechts könnte auch ein Durchgang sein. Das sah gerade so verdächtig danach aus. Eventuell das Ding hier. Nee, ist gar kein Ofen. Ja, vielleicht habe ich hier was übersehen. Ich weiß es nicht. Ja, aber ansonsten... Ich sag's mal so, so... 80% oder sowas werde ich hier schon gesehen haben. Aber der, ja, der andere Weg fällt... Ich komme jetzt einfach nicht drauf, wie ich dorthin kommen könnte. War ich hier schon oft? Gut, ich war hier schon mal genau hier oben auf dieser Palisade, auf diesem Dach da auch. Hier war ich auf jeden Fall schon. Hier habe ich schon was gelootet. Ah, hier ist der Typ da abgebildet mit diesem Löwen da. Das Bild kennen wir ja schon. Ja, ist krass. Es ist krass. Ne, ich würde sagen, oben vom Dach nochmal versuchen, irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Das Ding hier kriege ich ja nicht ab. Da unten kommen jetzt die Hunde und killen mich dann, wenn ich da runterjumpe. Die waren ja relativ nervig. Gut, habe ich dort schon mal noch genauer geguckt, ob dort noch was ist in irgendeiner Form? Ich weiß es nicht. Das Ding, das da hängt, das ist gut klar, das ist ausgeblutet und keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite da. Hier hinten dran vielleicht? Gibt es hier irgendeine Wand, die man zerschlagen kann? Es fühlt sich so krass danach an. Hier können wir dann auch runter gucken. Normal auf diesen Miniboss, der hier unten rumchillt. Hier, das Vieh steht auf. Mehr ist hier nicht mehr. Glaube ich. Was steht hier? Schöner Ausblick, traumhaft. Ja, so eine Nachricht wäre vielleicht auch was ganz Nettes, die mir irgendwie weiterhilft. Mist versuchen. Ja, das ist dieses andere, dieses Geheimnis da. Reiset Feuer. Jetzt gehe ich praktisch den Weg nochmal zurück. Stimmt, wir haben immer noch nicht die Stelle gefunden, um das andere Tor von der anderen Seite da zu öffnen. Bei dem Leuchtfeuer unten, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern. Krass, 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 krass. Ich gehe nochmal zum Waldturm. Wie gesagt, die heutige Folge versuche ich es noch und dann gebe ich es auf. Dann soll es so sein. Dann werde ich das off-camera mal gucken. Gucken, welche Tipps ihr mir vielleicht reinschreibt. Vielleicht auch mal recherchieren. Ich weiß es noch nicht genau. Stimmt, es kann natürlich auch sein, dass es hier rüber noch einen anderen Weg gibt, den ich mir noch nicht so angeschaut habe. Das kann natürlich auch noch sein. Da ging es hier hinten über den Turm da. Das könnte natürlich sein, dass da noch was war, was ich übersehen habe. Hier in dem Turm, in dem Kirchengebäude. Ich laufe mal kurz hin. Interessiert mich nur mal. Oben Dach ist nicht vergessen. Klar, ja, jetzt kommen die ganzen Viecher da, werfen ihr ganzen Kram da rum. Können sie gerne machen. Hier oben war ich aber schon. Da ist auch nur die Vögel, die mich angreifen. Ritter versuchen irgendwas. Bla. Da hinten war ein Item, das wir gefunden haben. Und hier unten ging es dann zu dem Priester da. Konnte ich, glaube ich, auch... Konnte ich hier nicht? Ich spring mal runter. So, da stand doch irgendwo der Priester rum. Genau hier vorne, der nicht mehr da ist. Okay. Das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Wenn ihr solche Leute findet, dann ist es wichtig, dass ihr mit ihnen handelt und das Zeug kauft. Jetzt kann es sein, dass ich irgendwelche Zauber nicht mehr bekommen kann. Kann rein theoretisch sein. Ja, und hier noch die kleinen Gegner. Dann kam der andere Ritter da. Und dann kommen wir ja wieder auf den Weg, wo ich gerade war, ne? Keine Ahnung. Was ich übersehe? Da ist nix. Da ist der Ritter.
und sein Kompagnon. So, Ritter, stirb! Und lass mal dein schönes Schild da fallen. Das ist bestimmt ein schönes Zwischenschild. Stahlschild des Superritters, wie auch immer. Wäre ganz geil. Oh, das sieht gut aus. Lass dein Schild fallen. Lass dein Schild fallen. Ich hab Arkanenergie geskillt. Mann, Leute, was ist denn jetzt mit meinem Pech? Ja, und hier unten auch wieder. Sieht man auch... Achso, jetzt sehe ich es von der anderen Perspektive. Hier hinten ist ja diese Perspektive, die wir schon gesehen haben. Ja, hier unten ist irgendwas. Wie komme ich dorthin? Klar, ich könnte hier runterdroppen eventuell. Das sieht aus, als ob es da so einen kleinen Vorsprung geben könnte, aber vielleicht auch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich tot bin, ist super hoch. Da oben sind Ratten. Wie kam ich denn dorthin? Kam ich dort irgendwie hin? Ratten? Wie kommen die Ratten dorthin? Wie kommen die Ratten dorthin? Und wie komme ich dorthin? Das ist dieser Durchgang da eventuell, oder? Ach krass, ey, Wahnsinn. Vielleicht hier rüber? Und jetzt nach rechts wegspringen oder so? Hm, nö. Hm. Wand? Irgendein Jump oder sowas? Ja, werf. Keine Ahnung. Ja, nee, keine Ahnung. Das muss ich wahrscheinlich off-Kamera mal gucken. Das ist wahrscheinlich jetzt tatsächlich ein bisschen mühsam. Ja, ich versuch's noch einmal mit euch über die Dasher. Noch einmal und dann gebe ich's auf. Dann weiß ich's nicht. Dann fällt mir dieser weitere Weg einfach nicht ein, wie man dort noch hinkommen könnte. Wie gesagt, wie man hier diesen Fahrstuhl in der Mitte aktiviert. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch genau umgekehrt. Man muss ihn irgendwie aktivieren und einfach nur runterfahren. Könnte natürlich hier unten auf dieser ersten Ebene sein, aber ich glaube, das habe ich ja alles schon probiert. Das wäre jetzt bitter, wenn es genau das wäre. Aber wir haben den Ritter ja schon geschlagen. Ich habe das ja schon versucht. Also es kann eigentlich nicht sein. Wir gehen jetzt wieder hier raus. Ich schaue die Gegner da weg und dann, jo. Dann gebe ich es auf an der Stelle. Nervt mich gerade. Ist aber voll krass. Was geht denn ab? So, hier haben wir jetzt den Typen da. Den machen wir weg. Und dann der Trompetenmann. Trompetenmann, Trompete bitte nicht. Verbrenn lieber. Genau. Du vergisst zu trompeten, wenn man dich anschießt. Das finde ich sehr gut. Das finde ich super. So soll es sein. So, und jetzt haben wir die Situation hier wieder. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner angebrettert. So, ich hoffe, das ist auch so richtig. Also gab es noch die Situation hier rüber jumpen. Was ich irgendwie... Achso, ne, genau. Hier wusste ich es dann nicht. Hier komme ich zu den... Ja, ne. Es gibt da nicht mehr viel mehr, oder? Hier schaffe ich den Sprung rüber nicht. Hier macht es keinen Sinn. Den Durchgang da unten habe ich versucht. Hier drauf zu springen macht auch kaum einen Sinn. Ich spring mal hier rüber. Ob es da noch irgendwas gäbe, aber ich glaube, da war auch nichts. Nö, dann weiß ich es nicht. Außer der Turm da in der Mitte. Ne, da kommen wir ja auch nicht wirklich drauf oder sowas. Ne. Gut, dann springe ich hier in der Mitte nochmal runter. Vielleicht habe ich dort doch irgendwas übersehen. Und dann weiß ich es halt einfach nicht. Da muss ich auf Kamera schauen. Vielleicht bin ich irgendwo ganz dumm vorbeigelaufen. Das ist schon gut möglich. Ja, und da hier unten ist der Vogel, ne? Ja, genau. Jo, weiß ich nicht. Super Vogel. Yay! Hat super geklappt, mal wieder. Jo, der kann mich jetzt killen. Mir 5000 Seelen abholen, finde ich mega geil. Nee, dann würde ich es an der Stelle so belassen. Wie gesagt, den Rest schauen wir uns dann später mal an. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich da was oder es ist mir egal. Ich will mich nicht spoilern oder so oder will einfach nur sterben, was weiß ich. Keine Ahnung, mal gucken.
Ärgert mich ein bisschen. Ich hätte das schon gern rausgefunden. Vielleicht wird das auch erst später freigeschaltet oder irgendwie, wenn man irgendwas, irgendeinen NPC-Quatsch löst. Ich habe ihm noch keinen Schaden gemacht. Läuft. Ich hasse Vögel im Spiel. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Ah, da droppt er wenigstens was. Sturmfalkenfeder. Ich bin begeistert. Nee, dann lassen wir es an der Stelle. Ja, da hinten waren wir ja schon. Ja, klar. Da war ich schon. Das hätte in die Hose gehen können. Ja, ärgert mich. Kolossal sogar. Schade. Schade, 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 schade. Da hoch bin ich ja schon gegangen. Da ging es ja zu diesem Klauen-Ding da, ne? Haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge gefunden. Was ist hier unten? Ja, ne, das ist dieser Durchgang, den wir ja auch schon gesehen haben. Genau. Stimmt, bin ich hier schon weitergelatscht? Gibt es da noch eine andere? Ne. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. Ich bin so abgefuckt. Schade. Schade, schade, schade. Ja, und hier unten ist dann die Statue da, ne? Ich spring mal jetzt einfach da runter und sterbe wahrscheinlich. Knapp. Ja, und dann haben wir wieder den Weg, den ich jetzt schon tausendmal beschritten habe. Und das da... Ja, ist dieses Zentrum wieder. Ne, okay. Außer ich hätte hier noch irgendwas übersehen. Hier im Zentrum selbst. Hier kann man ja diesen Aufzug da rufen. Der fährt mich ja wieder hoch, ne? Und da bin ich wieder am Start. Ja. Genau. Super. Traumhaft. Okay, nee, dann gebe ich es auf. Keine Ahnung. Jo, da würde ich sagen, nächsten Part machen wir dann actionreicher weiter. Ich lasse das höchstwahrscheinlich. Es gibt das dann jetzt. Ich weiß nicht, wie man da in die Mitte kommt. Keine Ahnung. Also hier runterkommt, weiß ich einfach nicht. Jo, dann können wir Schloss Mohren machen. Eventuell hier unten noch Dungeons und so weiter, die hier vielleicht noch zu machen sind. Keine Ahnung. Oder halt im zweiten Gebiet weitermachen. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie ich mich da entscheide. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Und hier hätten wir noch so ein Siegelgefängnis. Des Kuckucks. Ja, könnten wir auch noch machen. Mal gucken. Jo, mal sehen. Ich weiß es einfach noch nicht. Jo, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Jo, haut rein. Bis dann. Ciao.